Im vergangenen Jahr war der Energiekonzern Uniper fast pleite gegangen. Grund waren die ausgebliebenen Gaslieferungen aus Russland. Der Bund gewährte eine Staatshilfe in Milliardenhöhe und übernahm den Konzern. Nun hat sich das Unternehmen nach eigenen Angaben finanziell erholt. Deshalb will Uniper mehr als 8 Milliarden Euro in klimafreundliche Technik investieren. Bis 2040 wolle man klimaneutral werden, 10 Jahre früher als geplant. Von einem fast hoffnungslosen Sanierungsfall zu einem profitablen Unternehmen mit 3,7 Milliarden Euro Gewinn allein im ersten Halbjahr. Der Ende vergangenen Jahres fast vollständig vom Bund übernommene Energieversorger Uniper rechnet sogar mit weiteren Milliardengewinnen im zweiten Halbjahr. Die Bundeshilfe war enorm wichtig, um Uniper in einer kritischen Situation zu retten. Die Wende ist uns aus 2 Gründen gelungen. Erstens, weil der Gaspreis gesunken ist und zweitens, wegen der Beschaffungsmaßnahmen, die Uniper ergriffen hat, um die vorher von Gazprom gelieferten Mengen zu ersetzen. Der russische Energiekonzern Gazprom war der wichtigste Gaslieferant und die Gaspreise auf dem Weltmarkt waren nach Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 in schwindelerregende Höhen geschossen. Die Bundesregierung musste einspringen. Mit 13,5 Milliarden Euro hat Uniper fast komplett übernommen. Für die Versorgung der Bevölkerung mit Gas und Strom hat Uniper SE eine zentrale Bedeutung. Das Bundesministerium der Finanzen nimmt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens daher als positives Zeichen zur Kenntnis. Wann und in welcher Höhe Gewinnerlöse von Uniper zurück an den Bund fließen, darüber wird zurzeit noch zwischen dem Unternehmen und dem Finanzministerium gesprochen. Investieren will Uniper auf jeden Fall in grüne Technologien. 8 Milliarden Euro bis 2030, damit statt Kohle und Gas bald regenerative Energieträger wie etwa grüner Wasserstoff genutzt werden.